Wie sagst du, ich falle auf Spanisch? Es gibt zwei Verben für fallen und heute lernst du den Unterschied kennen zwischen caer und caerse und anschließend üben wir an 10 Beispielsätzen. Punkt 1, und das ist jetzt sehr wichtig, wir sagen auf Spanisch nicht ich falle, sondern ich falle mich. Ich weiß, das ist am Anfang komisch, aber guck mal, wir sagen ja auch auf Deutsch, ich setze mich. So schlimm ist ja dann, ich falle mich ja auch nicht mehr. Wir brauchen also irgendetwas mit me, mich. Und bevor wir überhaupt zu der ersten Person Einzahl kommen, überleg mal, wann sagen wir so etwas wie ich falle? In welcher Situation? Ich würde sagen, wenn wir gerade dabei sind zu fallen, quasi kurz davor. So, auf Spanisch müssen wir das mit berücksichtigen. Das gerade dabei sein. Es ist nur die halbe Miete zu wissen, dass wir das reflexive Verb caerse brauchen. Reflexiv heißt dieser mich-Teil, ich falle mich. Wir müssen es auch anzuwenden wissen. Wenn du nach den ersten Sekunden dieses Videos ausgeschaltet hättest und denkst, gut, Sandra sagt, es ist caerse, und danach schaust, was ich falle heißt, würdest du gewiss eine richtige Verbform bekommen, aber es wäre dann doch nicht richtig, da diese Verbform nicht in der Situation des gerade Fallens benutzt wird. Was ja auch nicht total tragisch wäre. Mir geht es aber darum, dass du die richtige Verbform verstehst, wenn es jemand zu dir sagt. Wie immer Schritt für Schritt. Unser theoretisches Sprachwissen hilft uns nicht im richtigen Leben, wenn wir nicht die Anwendung gleich mitlernen, nicht wahr? Ich falle. Ich bin gerade dabei. Ich brauche also Gerundium. Richtig. Caerse. So, wir hatten uns schon auf das Me geeinigt. Wir haben dann noch caer. Und das Gerundium der ER-Verben wird mit yendo gebildet. Comer, comiendo. ER ab und yendo dran. Machen wir das mal bei caer. Wir haben dann ca plus yendo. Jetzt gibt es aber die Regel, wenn ein I zwischen zwei Vokalen steht und nicht betont wird, wird dieses I zu Y. Und wir haben dann cayendo. Warum geschieht das nur bei unbetontem I? Weil es kein Y mit der Tilde gibt. Stell dir mal vor, du rutschst, dir wird schwindelig. Me estoy cayendo. Gerundium. Vorsicht, du fällst. Cuidado, te estás cayendo. Das ist eine Art, ich falle zu sagen. Auf Spanisch gibt es noch eine andere Art, wenn du meinst, dass du gleich fallen wirst. Wir nehmen dafür die Zukunftsform. Auf Deutsch würden wir das nicht unbedingt machen und darum denken wir auch höchstwahrscheinlich nicht unbedingt daran, die Zukunftsform mit ir plus a plus Grundform zu benutzen. Beispiel. Wenn ich das mache, falle ich. Si lo hago, me voy a caer. Ich habe zu dem Gebrauch der spanischen Zukunftsform ein Video und ein Workbook gemacht. Der Link dazu hier oben oder unten in der Infobox bei YouTube. Und wenn dir diese Art von Spanischlernen gefällt, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Zusammengefasst,
Ich falle heißt entweder me estoy cayendo oder auch estoy cayéndome. Todo bien y por dentro me estoy cayendo y me estoy destruyendo. Y... Oder me voy a caer. No, 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 yo creo que puedo hacerlo, no me voy a caer. Bueno, pues me voy a caer por la escalera, voy a desafinar y no... Que me voy a caer. ¿Qué de la silla? ¡Profesor, me voy a caer! Oye, siento que me voy a caer. En la orilla de un edificio, ahí sí siento que me voy a caer o siento como ese peligro de que me voy a caer. Y en un avión como... Me puedo caer, es más, sé que me voy a caer. Frage. Fällt gerade. Jetzt ist es nicht mehr me, sondern... Richtig, se. Jetzt ist es auch nicht mehr estoy, sondern... Richtig, está. Se está cayendo. Herausforderung. Was ist denn dann se me está cayendo? Der wichtigste Tipp hier. Me ist nicht unbedingt nur mich, sondern... Richtig, auch mir. Er fällt mir. Es fällt mir gleich hin. Sogar, es rutscht mir gleich weg. Se me está cayendo. Nächstes Beispiel, ich bin gefallen. In Spanien, und auch nur, wenn es ganz vor kurzem passiert ist, me he caído. Nochmal, jetzt du, schön laut. Me he caído. Gut. Ansonsten, in ganz Lateinamerika und auch in Spanien, wenn es gestern oder davor passiert ist, me caí. Wo ist die Betonung? Auf dem I. Caí, das me muss sein. Ich bin gefallen. Me caí. Nochmal, wenn ich gerade dabei bin, das heißt, ich mache es damit etwas dramatisch, denn höchstwahrscheinlich falle ich ja noch gar nicht. Me estoy cayendo. Jetzt du und bitte laut. Und wenn ich denke, dass ich fallen werde, nehme ich die Zukunft. Weißt du noch, wie es war? Me voy a caer. Beziehungsweise voy a caerme. Der häufigste Satz, den ich auf den Kinderspielplätzen höre, ist te vas a caer. Wie übersetzt du das? Du wirst fallen. Und besonders umgangssprachlich que te vas a caer. Das kann vieles heißen. Zum Beispiel, wenn du das machst, fällst du. Vorsicht, du fällst. Ich warne dich, du fällst gleich. Deine Vokabeln, dein Wortschatz richtig anzuwenden und zu verstehen, ist das Allerschwierigste. Und ich versuche dir, hier echte und lebensnahe Beispiele aus dem Alltag zu geben. Wenn ich dir nur gesagt hätte, ich falle, heißt me caigo, diese Form wird aber am allerwenigsten verwendet, hätte ich deine Zeit verschwendet, obwohl me caigo richtig ist. Aber wenn es doch die wenigsten sagen, nun zu caer. Ohne das, me, te, se und so weiter. Es gibt einige feste Ausdrücke mit caer, aber heute sehen wir nur den allerwichtigsten.
Ich finde dich sympathisch. Wird auf Spanisch mit caer gesagt. Tipp. Ich finde dich sympathisch gleich. Du gefällst mir gut. Wir haben hier auch auf Deutsch ein Fallen. Du gefällst mir gut. Auf Spanisch. Du fällst mir gut. Du fällst ist caes. Mir ist me. Du gefällst mir gut. Me caes bien. Unser Ausgangssatz: Ich finde dich sympathisch. Me caes bien. Gleich vorweg die Schwierigkeit. Ich finde ihn sympathisch. Ich finde ihn nett. Ich finde ihn angenehm. Dein Gehirn muss das verdrehen zu er gefällt mir gut. Nur so triffst du die richtige Verbform. Wenn du dir nur merkst, irgendwas mit caer bien, dann besteht die Gefahr, dass du die Ich-Form benutzen willst, weil ja viele unserer deutschen Sätze mit Ich anfangen. Ich finde dich gut, ich finde ihn gut, ich finde ihn nett, ich finde ihn toll, ich finde ihn sympathisch. Vorsicht, das ist die große Gefahr. Ich finde ihn nett, jo, nein. Ich finde ihn nett, dein Gehirn muss es umstellen zu er gefällt mir gut. Ich finde ihn nett, dreh, rück, stell um. Me cae bien. Mit dem versteckten L von el me cae bien. Ich finde ihn nicht nett. No me cae bien. Ich finde ihn nicht sympathisch. No me cae bien. Ich finde sie nicht gut. No me cae bien. Ich finde sie unsympathisch. No me cae bien. Oder me cae mal. Ich finde ihn doof. Me cae mal. Ich finde ihn ätzend. Me cae mal. Ich kann ihn nicht ausstehen. Me cae muy mal. Ich mag den Arzt nicht. El médico me cae mal. Ich finde die Frau nett. La mujer me cae bien. Ich mag den Hund. Stopp. Unser Ausdruck mit me cae bien, me cae mal geht nur mit Menschen. Nur Menschen. Ansonsten greifen wir zurück auf me gusta mucho, okay? Und jetzt mein allerletzter Tipp zum Alltagsspanisch. Wenn kein bien oder mal gesagt wird, und sowas kann in einer umgangssprachlichen Situation mal vorkommen, wirst du es immer verneint hören. No me cae. Ich mag ihn nicht. Luis no me cae. Vielen Dank fürs Mitmachen. All meine Online-Kurse findest du hier unten und bis zum nächsten Mal.